1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich habe es geschafft. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die so richtig von Herzen sagen, ja, ich habe es geschafft. Ich bin, sagen wir mal, 25 oder 30 Jahre alt und habe meine erste Million gemacht. Ich habe es geschafft. Oder ich habe eine sehr schwere Erkrankung gehabt und fast alle Welt hatte mich schon aufgegeben, aber ich habe es geschafft. Ich bin wieder gesund. Oder ich war in einer extremen politischen Gruppierung oder in einer Sekte, quasi gefangen in diesen Gruppierungen. Und ich habe es geschafft, da rauszukommen. Also mit Leuten, die das sagen, ich habe es geschafft, unter welchem Gesichtspunkt auch immer, mit den Leuten würde ich sehr gerne sprechen heute Nacht. Und wenn ihr das auch gerne wollt, dann meldet euch hier bei uns unter 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Ich habe es geschafft. Wer von euch hat es geschafft? Ich begrüße als erste Anrufer heute den Armin und die Monika. Wer ist an der Strippe zuerst? Hallo? Ja, hallo. Der Armin. Ja, richtig. 45 Jahre alt. Genau. Und bei dir in der Gegend ist auch noch die Monika, die ist 43. Ja, richtig, die sitzt hier auf dem Sofa. Ist das deine Freundin, deine Frau? Nee, meine Frau. Deine Frau. Armin, was hat dich bewogen anzurufen zu dem Thema, ich habe es geschafft? Ja, meine Frau, die hatte also im vergangenen Jahr im September eine Hirnblutung und ist beim Joggen zusammengebrochen. Und wurde dann mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik geflogen. Mhm. Und also ich wurde auf der Arbeit informiert, dass ihr das passiert ist. Mhm. Und dann saß also, sagen wir mal, 10 Wochen, also 10 Wochen war sie nicht ansprechbar. Und 4 Wochen sah es also lebensbedrohlich aus. 10 Wochen nicht ansprechbar, heißt das, dass sie im Koma lag? Also im Koma, sagen wir mal, 3 Tage nach dem Ereignis. Und dann ging es ja so körperlich schlechter mit Fieber und all dem ganzen Kram, der dazu kommt. Mhm. Und dann wurde sie praktisch künstlich ins Koma verlegt, um den Körper praktisch zu schonen und um den ganzen Kram dann so ein bisschen zurückzuhalten. Und sie war also in all diesen vielen Wochen überhaupt nicht ansprechbar? Nee. Sie hat dich nicht gesehen und erkannt und sie lag einfach da und hat die Augen zugehabt? Ja, auch zwischendurch die Augen auf, aber ich kann jetzt wirklich nicht sagen, ob sie mich erkannt hat. Also fixiert so mit den Augen, aber... Ja. Jetzt eine wirkliche Erinnerung hat sie selber auch nicht daran. Ja. Also die ganze erste Zeit, wo man 10 Wochen fehlen im Gedächtnis, kann man sagen. Während dieser 10 Wochen, was haben die behandelnden Ärzte dir gesagt? Wie war die Prognose? Ja, die Prognose, also die, was ihr jetzt noch hätte passieren können, konnte mir also keiner sagen, jetzt irgendwie, was man jetzt erwarten kann. Mhm. Also das sind solche Dinger. Sagen wir, da können die keine Voraussagen machen. Ja, war die Prognose in der Richtung, dass man sagte, es ist jetzt sehr schwierig, aber sie wird es schaffen? Oder haben die gesagt, es ist sehr schwierig und wir wissen überhaupt gar nichts? Ja, die erste Zeit, also bei dieser Art von Hirnblutung entstehen so in den ersten 2 Wochen so Komplikationen. Also dann können so Spasmen im Gehirn entstehen, die erneute Schlaganfälle auslösen können, wo die Leute also Sterblichkeitsrate, sag ich mal, zu 70%. Mhm. So sah es die ersten Wochen aus. Wie ging es dann weiter? Ja, also die hat also diese Komplikationen überstanden. Mhm. Man war dann auch zwischendurch ansprechbar, aber wie gesagt, die weiß es nicht mehr. Mhm. War auf dem Weg der Besserung, also dann kamen sämtliche Fieberschübe dazu, mit sämtlichen Untersuchungen, weil da noch Bakterien nachzuweisen waren, aber die wussten nicht was. Mhm. Also dann kam Antibiotika-Behandlung, die nicht angeschlagen hat. Dass die Ärzte mir also gesagt haben, dass die schon ihre Reserven angreifen. Ja. Was ich so verstanden habe, wenn das nicht hilft, dann ist vorbei. So sagt also Situation sehr ernst. Bitte? Die Situation war sehr, sehr ernst. Ja, sehr, sehr ernst. Aber es kam dann irgendwie ein Aufschwung. Ja. Erzähl mal. Ja, also die haben dieses Bakterium also unter Kontrolle bekommen. Dann ging es ihr besser. Mhm. Dann kamen sie in die Frühreha. Und leider aber nach 2 Tagen wieder zurück, weil die Bakterien wieder aufgeflammt waren. Mhm. Dann kam nochmal so 10 Tage Antibiotika-Behandlung. Mhm.
noch eine zusätzliche Operation, weil durch die Blutung im Kopf die natürlichen Abflusswege für das Hirnwasser verklebt waren. Das heißt also, dann entsteht ein Staudruck, der wieder Schläfrigkeit auslöst und all sowas. Also eine wochenlange, monatelange Zitterpartie. Ja. Aber dann? Ja, und dann, sagen wir mal, dann ging es bergauf. Also ich sag mal so, zum zweiten Mal in der Reha. Also im September ist der Unfall passiert? Im September ist es passiert. Und wann würdest du sagen, ab wann ging es bergauf? Kann ich also genau sagen, ab 13. November. Ab 13. November. Ja, ist sie operiert worden, dieses Hirnwasser, dieser Druck da, sich nicht mehr stauen konnte. Und dann konnte man also zusehen, wie es bergauf ging. Ja. Die Monika sitzt neben dir, sagst du. Ja. Würde sie ein paar Worte gerne mit mir sprechen? Ja, bestimmt. Ja, sehr gerne. Dann gib sie mir bitte doch mal, Armin. Gerne. Hallo. Also erstmal großen Glückwunsch, Monika, dass du es geschafft hast. Oh, danke. Wie geht's dir heute nach all den schlimmen Sachen, die dein Mann gerade erzählt hat? Mir geht's gut. Würdest du sagen, dass du wieder rundherum hergestellt bist? Ja, Kurzzeitgedächtnis ist noch nicht ganz so fit. Aber so, du kannst dich bewegen und du hast keine Beschwerden und keine Kopfschmerzen. Bewegen kann ich mich wieder ganz gut, normal. Ja. Nur nicht so ausdauerfähig. Ich kann nicht mehr so an ein Stück so durchlaufen irgendwie oder gehen. Ansonsten alles wieder normal. Das ist ja so eine Horrorvision, die auch wahrscheinlich ganz viele Leute haben. Die Angst, dass man beim Laufen, beim Joggen plötzlich so etwas bekommt. Ja. Wie hast du das in Erinnerung? Du hast ganz normal gelaufen, gejoggt. Ja. Und was ist dann passiert? Wie sind deine Erinnerungen? Ich bin ganz normal, wirklich, wir haben angefangen zu laufen und warm zu laufen. Und dann weiß ich nur, ich hatte irgendwie Kopfschmerzen und dann weiß ich nichts mehr. Und dann weiß ich jetzt halt eben nur vom Erzählen her, von den Bekannten, der dabei war, dass ich dann in dem Moment zusammengebrochen bin. Da kannst du dich gar nicht mehr dran erinnern, an dieses Zusammenbrechen. Gar nichts mehr. Diese Zeit des Komas und des künstlichen Komas, hast du da eine Erinnerung dran? Gar nichts. Gar nichts. Das ist wie ein schwarzes Loch und ganz, ganz weit weg. Ja. Mhm. Als du dann wieder zu dir gekommen bist nach dieser langen Koma-Zeit, wie hast du da die Welt und dich und überhaupt alles so wahrgenommen? Wie hast du das verstanden, wo du warst? Oh, das war echt schwierig. Das glaube ich, ja. Ja, ich wusste erstmal gar nicht, wo ich war, warum ich da war. Wusstest du, wer du bist? Ja, auch erstmal nicht. Ja. Ja, dann, nur mein Mann habe ich dann erkannt, wie er dann bei mir neben meinem Bett saß. Mhm. Ja, dann natürlich Tränen in den Augen ab, am Bein. Ja. Das habe ich dann irgendwie nicht verstanden. Und dann hat er mir nachher auch alles erzählt, dann so nach und nach so. Ja. Dein Mann, der Armin, sagte gerade, dass es dann im November so allmählich bergauf ging. Ja. Wieder. Wie lange hat es dann noch wiederum gedauert, bis du wieder so hergestellt warst, wie du dich heute fühlst? Ja, bis Januar. Bis Januar, ja. Ich musste erst mal halt laufen lernen. Das ist ja eine ganz große Erschütterung wahrscheinlich in deinem Leben gewesen. Oh ja. Denn du bist ja ganz nah am, du hast ja den Tod gestreift. Das kann man oh sagen. Ja. Bist du jetzt so generell anders drauf, als du früher eingestellt warst und wie du früher empfunden hast? Ja, ich bin viel locker, also ich sehe vieles nicht mehr so eng. Ist es so? Ja, aber ganz anders, ja. Und die Beziehung zu meinem Mann, das ist alles viel, viel intensiver geworden und schöner alles, so ruhiger und angenehmer. Hat das auch den Effekt gehabt, dass du gelassener mit dem Thema Tod umgehst? Ja. Oder hast du mehr Angst vor dem Tod jetzt nach dem? Nee, gar nicht mehr. Also nicht. Viel gelassener. Auch merkwürdig und verrückt, ne? Da ist jemand fast tot, kommt dann wieder ins Leben zurück und hat danach weniger Angst vor dem Tod als vorher. Stimmt, ja. Kann man sich eigentlich gar nicht so erklären. Nee, das hätte ich mir vorher auch nicht erklären können. Ne? Mhm. Stimmt. Warst du denn vorher so eine ganz, im Prinzip eine rundherum gesunde Frau? Ja, ich war, wie gesagt, fit, gesund, bin joggen gelaufen, 6 Kilometer an einem Stück geschafft. Ja. Also wirklich große, große von Herzen Gratulation, Monika, dass das so gut gelaufen ist und dass du wieder richtig im Leben jetzt zurück bist. Ja, ich feiere 2 Geburtstage jetzt. Ja, das glaube ich. Wann ist der 2. Geburtstag? Wann wäre der? Am 17. Dezember war er dann, ne? Ja, am 17. Dezember, ja. Am 7. November? 17. 17. November, ja. Weil es da wieder bergauf ging. Ja, genau. Ja. Nee, weil es da passiert ist. Was ist da passiert und dann feiere ich erstmal. Verstehe.
kommen wir ein bisschen mit den Daten durcheinander. Liebe ja. Monika, ja, klar. Du grüßt mir den Armin herzlich. Mhm, ich freue mich sehr für euch beide, dass es wieder gut ist. Jo. Und ja, auf dass nie wieder sowas passiert und du schön gesund bleibst. Genau. Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Jo, tschüss. Ich habe es geschafft, ihr Lieben. Das ist unser Thema heute. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die vielleicht mit jungen Jahren, oder vielleicht auch nicht mit jungen Jahren, die eine sehr spektakuläre Karriere hingelegt haben, die sagen, ich habe es geschafft. Das kann man ja mit 25 sagen, kann man auch mit 45 sagen. Ich habe es geschafft. Oder Leute, die eine schwere Erkrankung überstanden haben, wie wir es gerade von Monika gehört haben. Oder Leute, die vielleicht aus einer Sekte ausgestiegen sind, die in den Fängen einer Sekte waren und die sich sehr bemüht haben und dann rauskamen und sagen, ich habe es geschafft. Was habt ihr geschafft? Worauf seid ihr besonders stolz und worüber seid ihr sehr glücklich in eurem Leben, dass ihr diesen Satz so von Herzen sagen könnt, ich habe es geschafft. Wenn ihr mit mir gerne darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Herzlich willkommen, Sandor. Sandor ist 35. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Hallo Sandor. Das heißt Shandor. Shandor? Ja, genau. Entschuldige. Was ist das für ein Name? Ein indischer? Nein. Der kommt aus Odengarn, der Name. Woher kommt der? Odengarn. Verstehe. Odengarn. Odentan? Odengarn, ja. Ach, aus Ungarn, verstehe. Ja, okay. Verstehe. Shandor. Okay. Ich habe es geschafft. Ja, ich habe es geschafft, genau. Ich habe es nämlich gerade heute gelesen bei euch auf dem Videotext und ich muss sagen, ich bin ein Stotterer, vielleicht hast du es eben auch schon gemerkt. Ja, nicht so beim ersten Mal, aber dann beim zweiten Mal habe ich es gemerkt. Ja, okay. Ja. Und ich wollte eigentlich allen so Mut machen, denen es auch so geht oder die auch vielleicht nicht eine Behinderung haben, aber so ein bisschen schlecht geht, weil... Du hast also früher sehr viel oder sehr, sehr stark gestottert. Ja, genau. Sehr stark sogar. Sehr stark. So, ja, dass man, also, so dass wir es beide gar nicht hätten unterhalten können. Ja, ich... Mehr schlecht als recht. Ja, genau. Mhm. Ich sag mal so. Also früher so, ich sag mal, wenn ich so überlege, so 12, 13 telefonieren ging gar nicht. Mhm. Das habe ich mich auch nicht getraut irgendwie. Mhm. Und aber ich habe jetzt so 2003, 2004 eine Therapie gemacht in Köln, ja. Die mir sehr geholfen hat. Das Was war das für auch so jetzt. Ich sag mal, weil ich jetzt relativ flüssig spreche, aber früher war es eben so, dass es sehr viel schlimmer war. Ja, gut, gehe ich von aus, wie du es gerade schon geschildert hast. Ja, du hast es dann ja sehr lange gehabt, wenn das mit 12 schon so schlimm war und du erst vor 3, 4 Jahren diese Therapie. Ja gut, also ich sag jetzt mal so 12, weil ich mich daran so an manches Lebensabschnitte erinnern kann, ja. Aber eigentlich habe ich ja schon mein noch länger. Ganzes Leben. Haben, muss ich sagen. Mhm. Und dadurch, also eben durch diese Therapie, kann ich jetzt relativ flüssig sprechen. Ja, erzähl mir mal, was das für eine Therapie war. Also das war in Köln, das war so eine Kombination aus Techniken. Hat das mit Atemtechnik zu tun? Ja, hatte mit Techniken nicht so, sondern dass man eben diese Blockierung, ich sag mal, technisch aus... übergeht, aber auch gleichzeitig das Selbstbewusstsein erstärkt. Ja. Und das hat mir, also dieses Stärken des Selbstbewusstseins hat mir eigentlich sehr viel mehr geholfen als diese Techniken, weil ich eben damit umgehen kann. Ich muss immer an einen Anrufer denken, jetzt wo du das erzählst, der mich, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, mal hier angerufen hat. Beim ersten Mal war er ganz starker Stotterer, sodass das Gespräch hier wirklich sehr schwierig verlaufen ist. Und dann erzählte er mir, dass er irgendwo ins Ausland geht, nach Holland oder so, ich weiß es gar nicht mehr, Belgien, Holland, und dort eine ganz bestimmte Atemtechnik erlernen wollte. Ja, okay. Und dann hat er mich 3, 4 Monate später wieder angerufen und ich war komplett von den Socken, weil er fast perfekt sprach, so wie du jetzt. Da waren so kleine Haker drin, aber das war egal. Und da war ich schon erstaunt, dass man das mit einer Therapie, mit einer Atemtechniktherapie so hinkriegt. Aber in deinem Fall, mit deiner Therapie hat das ja auch sehr gut geklappt. Ja gut, mit dieser Atemtherapie ist halt das Problem, dass man ständig aufpassen muss. Ja genau, das hörte man bei ihm auch, dass er ständig... Und das war eben nicht so in der Therapie, die ich gemacht habe. Das war eben, dann sollte man nur eingreifen, wenn es eben da blockiert. Verstehe. Und das war halt sehr viel leichter. Aber ich wollte eigentlich nicht über die Therapie sprechen, sondern... darüber, was ich eigentlich so geschafft habe. Ja, erzähl. Und zwar,
In der Schule war es halt sehr schwierig mit dem Stottern. Mhm. Da war es also sehr schlimm und ich habe trotzdem Abitur gemacht. Mhm. Ich habe trotzdem studiert. Und was natürlich dann... Aber wahrscheinlich, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wahrscheinlich auch früher üble Erfahrungen gemacht mit allen Kindern, die dich gehänselt haben, ja, oder? Natürlich. Ja, natürlich. Ja, doch. Wie nannte man dich? Lochzunge. Ja, das fand ich ja... Im Nachhinein fand ich das eigentlich sehr lustig, aber... Na, da in dem Moment... Dann nicht mehr. Damals nicht mehr, ja. Ja, ist klar. Und du hast dann auch studiert? Ja, da habe ich auch studiert, der BWL. Ja. Und, habe dann auch danach Steuerberater gemacht. Mhm. Also lass mich mal fragen, Studium, man sitzt in einem Seminarraum, heutzutage sehr überfüllt, vielleicht mit 50 oder noch mehr Leuten, und man meldet sich und will etwas sagen oder eine Frage stellen. Hast du denn den Mut gehabt, dich zu beteiligen? Also das war ja quasi vor meiner Therapie. Da habe ich das eben nicht so häufig gemacht. Ja, ja. Also mehr so in kleinen Gruppen, da habe ich das eben häufiger gemacht, ja, aber im großen Hörsaal. Also bei uns war das so, ein Hörsaal bestand so aus 200 Leuten und nicht nur aus 50, und da war es natürlich ein bisschen schwierig. Aber so in so Kleingruppen, also dann später im Hauptstudium, war es halt ein bisschen einfacher, weil da waren eben nur 20 Leute und die erkannte man eben auch, und dann ist das eben nicht so schlimm gewesen. Stimmt, dann ist das nicht so peinlich dann. Mhm. So, dann Steuerberater gelernt und als Steuerberater gearbeitet? Als Steuerberater gearbeitet, und ich habe mich 2007 selbstständig gemacht. Aber da war die Therapie ja schon gelaufen. Genau. Und da war das eben auch so, also ich meine, jetzt so, wie dieses Telefonieren, wenn ich auch so mit Mandanten telefoniere, ist halt ziemlich locker. Mhm. Also das hört man jetzt vielleicht auch so. Und wenn ich eben mit mehr Mandanten spreche, die mir gegenüber sitzen, ist es halt manchmal ein bisschen schwierig, aber das ergeht halt auch. Und hat das auch, Schandor, mit Stress zu tun? Also so eine Situation, die wir beide jetzt haben, die ist ja für jemanden, der das nicht jeden Tag macht, schon eine Stresssituation. Da ruft man im Radio, im Fernsehen an, da weiß man, dass man live überall gehört und gehört wird. Verstärkt das nochmal, ja, so ein bisschen das Stottern, was vielleicht noch so als Rest da ist? Oder ist es egal? Tja, das kann ich jetzt nicht so sagen. Ja, umso besser, ja, umso besser. Also ich bin jetzt nicht gestresst. Ja, gut, ja, das freut mich auch sehr. Also telefonieren ist halt nicht so schlimm irgendwie. Kannst du dir erklären, dass es dann an einigen Stellen manchmal doch noch hakt? Weißt du, warum das so ist, oder kann man das auch nicht erklären? Also es gibt ja eigentlich, so wie ich das gelernt habe, gar keinen Grund für das Stottern. Also, oder anders gesagt, man kann nicht sagen, warum man stottert. Also natürlich unter Stress ist es schlimmer, aber... Ich hatte ja gerade, als ich die... So. Also bei mir unter Stress ist es eben auch nicht so. Darum, es gibt keine Schemata, die man da ansetzen kann. Das ist nämlich das Problem dann bei so einer Therapie. Also gerade als ich gefragt habe, woher der Name kommt und ich das nicht gleich verstanden habe, dieses Ungarn, da hatte es ja ein bisschen Schwierigkeiten mit. Ja. Das hat aber nichts damit zu tun, dass du irgendwie schlechte Erinnerungen oder dich dafür schämst für den Namen oder so, dass das dann nicht so flüssig rauskommt. Damit hat das nichts zu tun. Nee, also eigentlich im Gegenteil, weil ich echt den Namen eigentlich ziemlich gut finde. Finde ich auch. Und Ungarn ist ein tolles Land. Also, absolut. Aber gut, jeder hat seine anderen Erfahrungen da, seine individuellen Erfahrungen. Ja. Wie lange hat diese Therapie gedauert? Also das waren 2 Jahre intensiv. Also das heißt, ich glaube, da hat man sich so jeden Monat getroffen und dann eben danach nochmal alle 3 Monate und dann jedes halbe Jahr und dann... Ja, die erste Zeit war das so, das habe ich gar nicht verstanden, war das jeden Tag oder einmal in der Woche? Nee, das war einmal in der Woche. Woche, ja. Warum hast du das nicht schon früher gemacht, sowas? Kann ich dir nicht sagen. Mhm. Also das war bei uns in der Familie auch immer ein Art Tabuthema. Ja. Das war auch so das Problem, weil ich hatte früher schon mit, ich weiß nicht, mit... Das heißt, die Eltern haben sich auch da nicht so drum bemüht, dass sie dich als Kind in eine Therapie geschickt haben? Ja, ich war schon früher in einer Therapie, aber da war ich, glaube ich, 8 oder 9 und das hat es nicht so gebracht. Und das war bei uns... Vielleicht konnten die das früher auch noch nicht so. Das war bei uns insofern so ein Tabu, dass, ja, da wurde eben nicht drüber gesprochen. Also ich habe halt gestottert und da wurde eben nicht drüber gesprochen. Aber dann muss ja jetzt nach dieser Therapie, musst du dich ja wie ein neuer Mensch fühlen, oder?
Naja, es gibt schon Zeiten, wo ich noch viel stotter. Also das. Ja, aber wahrscheinlich gegenüber früher ist das ja, ein Kleinkram, ne? Ja, neben den Techniken, die ich jetzt so kenne, die ich auch manchmal anwende, ist halt dieses Lernen von Selbstbewusstsein sehr viel sinnvoller gewesen. Mhm. Eben, dass ich sage, oder dass ich mich mit diesem Fehler oder halt mit der Behinderung auseinandergesetzt habe. Mhm. Das ist sehr viel sinnvoller, als irgendwelche Techniken zu machen, weil mir das bestimmt, 90% gebracht hat. Verstehe. Und diese Techniken eben nur 10%. Ja. Aber wir können festhalten, dass du dich jetzt wesentlich besser fühlst als vorher. Natürlich, ja. Genau. Schandor, tolle Sache. Freue ich mich sehr für dich. Und Respekt auch für die, das muss man ja auch dann mal durchziehen und durchhalten, ne? So eine Therapie. Das ist ja dann auch harte Arbeit unter Umständen. Mhm. Aber es hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Ich wünsche dir alles Gute. Schön, dass du angerufen hast. Vielen Dank. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt zu unserem heutigen Thema, ich habe es geschafft. Gibt es etwas in eurem Leben, worauf ihr so richtig mächtig stolz seid, dass ihr sagt, ja, ich habe das geschafft. Das war so ein Traum. Oder ich habe eigentlich früher kaum noch dran geglaubt, dass ich es schaffe, aber ich habe es trotzdem geschafft. 0800 220 50 50. Cornelia begrüße ich herzlich. Cornelia ist 43. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Cornelia, auf was bist du denn stolz? Was hast du geschafft? Ich hatte, als ich ungefähr 30 war, ich weiß es nicht mehr genau, 29 oder 30, hatte ich Gebärmutterkrebs. Das hatte meine Frauenärztin festgestellt bei einer Krebsvorsorgeuntersuchung. Und Der erste Schock natürlich grauenhaft wahrscheinlich, wenn man das gesagt bekommt. Ja. Ja. Und ich wollte es auch eigentlich überhaupt nicht wahrhaben und hatte vorher schon mit noch jüngeren Jahren auch ein paar sehr negative Erfahrungen mit Allgemeinmedizinern gemacht. Und diese Therapie, die sie mir dann zum Thema Krebs vorgeschlagen hatte, nämlich erstmal eine operative Entfernung des Krebses und dann hinterher die Chemotherapie, die wollte ich halt möglichst irgendwie nicht haben. Also. Ach, das hast du da schon so für dich entschieden? Ja. Obwohl wahrscheinlich alle, die meisten klassischen Mediziner gesagt haben, das ist der klügste Weg. Ja, also ich weiß, die haben mich alle als wirklich absolut wahnsinnig und du bist selbst schuld, wenn du jetzt bald stirbst. Und auch dein Frauenarzt hat zu dir gesagt, das müssen sie so machen. Sie war nicht so eine sehr dominante Person. Also sie hat schon gesagt, es ist, sie lässt mir eben eine gewisse Freiheit, dass ich einen eigenen Weg versuchen kann. Wie weit war der Krebs denn fortgeschritten damals? Ja, die haben das in so bestimmten Stufen eingeteilt mit Zahlen. Ich kann mich da nur noch dran erinnern, dass irgendwie, ich glaube, vier und ein Buchstabe, das weiß ich immer nicht mehr, war irgendwie das Schlimmste. Mhm. Und ich hatte eben die Stufe 3. Was dann schon auch schon sehr schlimm ist. Ja, ja. Und die Stufe 4 hatte ich aber leider dann auch noch erreicht nach ein paar Monaten. War der Krebs denn lokal konzentriert auf die Gebärmutter oder gab es schon Streuungen? Nein, also es wurde jetzt gar nicht weiter untersucht, dass sie da sagte damals, dass sie das eben nur an der Gebärmutter erkennt. Ja. Und das wäre auch dann da eben durch Entfernung dieses Gewebes oder eventuell, wenn ich Pech hätte, eben der ganzen Gebärmutter, wäre das eben auch in den Griff zu bekommen. So, jetzt hast du gesagt, nein, das möchte ich nicht so. Ja. Warum hast du das gesagt? Weil diese Angst davor, dass irgendetwas schief gehen könnte. Oder auch, es ist genau zu der Zeit eben ein Bekannter von mir nach der Chemotherapie am Hautkrebs trotzdem gestorben, mit 42. Aber andererseits kann man dann ja auch sagen, Gott, schief gehen kann natürlich auch genau das andere, wenn man das unterlässt zu machen. Ja, das so, war. Was hast du denn dann gemacht? Es war ein wahnsinnig heikles Spiel, ich weiß es, aber ich habe ja irgendwie für mich eben entschieden, wenn es nicht klappt, dann stirbst du eben. Ne? Dann. Was hast du gemacht? Ich habe mein Leben dann sehr geändert, weil ich eben auch schon damals wusste, dass ich eben mit den Worten Workaholic will ich das jetzt eben mal beschreiben. Das Wort habe ich aber eigentlich erst vor 2 Jahren erfahren. Also ich habe eben auf mich, auf meine Bedürfnisse, was ich esse, was ich trinke, wann ich überhaupt schlafe,
wann ich mir Ruhe gönne, wann ich mir die Zeit nehme, eben eine Krankheit auszukurieren. Ja. Ich habe mir das überhaupt gar nie erlaubt. Du warst 29, 30, ne, sagst du. Was, wie war so dein Status in der Zeit? Warst du Vollzeit beschäftigt irgendwo? Was hast du gemacht? Damals habe ich, glaube ich, war ich in der Gastronomie, genau. Da habe ich in einem Restaurant gearbeitet. Ja. Warst du in der Zeit in einer Beziehung oder einer Ehe? Auch, ich war auch in einer Beziehung, das war dann noch das nächste, was sehr stressig für mich war, in einer Beziehung mit einem Mann, der alleinerziehender Vater war von zwei Kindern, und ich habe mich irgendwie in dieser wenigen Freizeit auch noch komplett um die zwei Kinder und, was kurz noch danach kam, noch die drei Kinder seiner Schwester gekümmert. So, dann hast du jetzt gesagt, ich ändere radikal mein Leben. Inwiefern hast du es radikal verändert? Ja, ich habe mir eben endlich mal Ruhe gegönnt. Ich habe mir erlaubt zu schlafen, wenn ich müde bin. Mhm. Ich habe mir erlaubt zu essen, auf was ich Lust hatte. Mhm. Das kannte ich eben von meiner Erziehung her auch nicht. Und das reicht aus als Krebstherapie? Es ist eben dieses erstaunliche Wunder. Also ich habe das über 5 Monate gemacht und bin monatlich zu dieser Frauenärztin gegangen und es wurden immer wieder Gewebeproben genommen. Mhm. Und es blieb die ersten 3 Monate ungefähr blieb es gleich bei dieser dritten Stufe. Und am 4. Monat wurde das eben noch schlimmer. Da bekam ich dann diese 4. Stufe. Oder und auch selbst da hast du keine Angst gekriegt und hast nicht gedacht, okay, ich lasse mich operieren. Ja, da war ich eigentlich so weit. Ich habe sie im Prinzip nochmal um weitere 4 Wochen gebeten, irgendwie mich da mit anzufreunden mit diesem. Aber immerhin nochmal 4 Wochen. Ne? Jeder, ja. Ich sag mal, jeder andere Mensch hätte gesagt, so schnell wie möglich ins Krankenhaus und raus damit. Ja, also. Aber du nochmal 4 Wochen. Und was war nach den 4 Wochen? Ja, nach den 4 Wochen bin ich wieder zu ihr hin. Sie hat wieder eine Gewebeprobe genommen und sie rief mich sofort an und sagte, es sei alles in Ordnung. Es sei überhaupt keine Gewebeveränderung mehr in meiner Gebärmutter und sie könnte das überhaupt nicht verstehen. Wie? Der Krebs war ganz weg? Der war komplett weg. Oh. Nicht nur eine Stufe besser, sondern komplett weg. Das ist eben, ja, auch das, was mich. Das ist aber so. Ja, ich habe so etwas auch schon mal gehört, dass es ganz, ganz selten so etwas geben soll. Ja, genau. Hat die Ärztin sich darauf irgendwie einen Reim machen können? Nein. Also sie aber hat wie spektakulär, was du da erzählst. Wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, ich weiß nicht, ob ich heute noch mal so mutig wäre, keine Ahnung. Ja, Wahnsinn finde ich das. Wirklich Wahnsinn. Also du hast ja nicht damit gepokert mit dieser Möglichkeit, oder? Nee. Nein, also so bewusst war ich, glaube ich, damals noch nicht. Dass du hast einfach nur gesagt, ich will nicht operiert werden. Gepokert habe, sondern diese Angst, schon wieder einem Ärztefehler zu unterliegen oder die Angst, die war eben sehr viel stärker. Das heißt, da war definitiv, laut Gewebeprobe, lag eine Krebserkrankung vor. Ja. Definitiv. Ja. Und die war dann nach so und so vielen Monaten war die verschwunden. Das ist ja unglaublich. Ja, ne? Das ist wirklich unglaublich. Ja, ich kann das auch gar nicht fassen. Ich habe schon jetzt nachgedacht, ob ich nochmal die Unterlagen anfordere, ob das wirklich wahr war. Mhm. Aber da sie eben mehrere, also mindestens 5 Gewebeproben genommen hatte, glaube ich nicht, dass das eine Verwechslung sein aber kann. Aber da muss diese Ärztin sich doch eigentlich auch draufgestürzt haben auf diesen Fall, weil das ja, den wird die auch nicht alle Tage erleben. Ja, ich bin mal gespannt. Sie war schon hochschwanger während dieser Untersuchung und ist danach erstmal in Mutterurlaub gegangen. Und was? Ich habe jetzt eben überlegt, ob ich nochmal mit ihr Kontakt aufnehme. Ja, ist aber auch schon lange her jetzt, die ganze Sache. Lange, ne? 13 ja, Jahre. Ich bin dann weggezogen aus der Gegend, sehr weit weggezogen. Und jetzt überlege ich eben, ob ich nochmal mit ihr Kontakt aufnehme. Hast du denn war der Krebs weg. Hast du dich dann dennoch alle paar Monate nochmal untersuchen lassen, um auch wirklich ganz sicher zu gehen? Ja, also nicht alle paar Monate, so im Halbjahresrhythmus habe ich mich untersucht. Hast du denn dann das auch beibehalten, dass du dein Leben beruhigt hast, verlangsamt hast? Ja, das ist der kleine Haken an der Geschichte, weil die Erziehung und das war eben zu massiv. Ne? Ich habe ein sehr dominantes Elternhaus gehabt. Mhm. Und leider hat mich eben der alte Rhythmus dann wieder eingeholt. Bis heute? Nein. Ich hatte dann nochmal 3 richtige Burnout-Zusammenbrüche. Und ich glaube, jetzt bin ich wirklich so weit, dass ich weiß,
jetzt muss ich mich dran halten. Also du hast deinem Körper, aber erahne ich schon, aufgrund der wenigen Sachen, die du mir erzählt hast, sehr viel zugemutet früher. Ja, ja, ich habe gedacht, das muss so sein. Aber ich sage es nochmal, was für ein Glück, was für eine Gnade. Ja, was genau. Für ein Wahnsinn, der dir da geschenkt worden ist, genau. von wem auch immer. Ja, genau, so ja empfinde ich das auch. Also unglaublich. Eine Gnade, nochmal eine Chance, eben sein Leben anders zu leben und dann eben zumindest, man hat ja nicht 100% Einflussmöglichkeiten. Ich finde solche Geschichten schön, auf der einen Seite zu hören. Gefährlich andererseits auch wieder in der Öffentlichkeit zu erzählen, weil man darf dann natürlich nichts von ableiten. Genau. Ich würde mal einfach so sagen, in den allermeisten Fällen ist es schon richtig, sich dann den medizinischen Dingen zu unterziehen, die nötig sind, würde ich jetzt mal so sagen. Also, da bin ich vollkommen deiner Meinung. Ja. Also ich würde das wirklich nur für meinen Fall und dann auch nur, wenn es jemand eben nachmachen möchte, dann, wenn ganz viele ähnliche Dinge vorlagen, du musst dann sollte man es vielleicht übertragen. Ja, genau. Du musst ja auch irgendwie im Unterbewusstsein eine so tiefe Überzeugung gehabt haben, dass du den richtigen Weg gehst, gar nicht bewusst bedacht, aber so im Unterbewusstsein, dass daraus diese Stärke auch gekommen ist, das zu tun. Ja. Und dann nochmal zu sagen, nee, nochmal 4 Wochen. Ja, das habe ich auch. Also Wahnsinn. Dieses für mich persönlich, nur für mich, ne, habe ich wirklich die Überzeugung, dass eben die wie ich mich fühle, wie ich mit mir umgehe, meine Psyche, dass das einen enorm großen Einfluss auf meine Gesundheit hat. Ich glaube, dass da ein großes Potenzial in dir steckt, Cornelia, was du vielleicht auch in guter Weise irgendwie nach außen leiten könntest. Ich weiß nicht, ich sag's mal einfach so. Irgendwie sagt mir das mein Gefühl. Ja, irgendwas ist da schon Elementares bei dir, glaube ich. Das finde ich ganz wunderbar, dass du das sagst, weil ich mir genau diese Gedanken eigentlich mache. Denn, wie gesagt, ich möchte niemals die Allgemeinmedizin verurteilen. Mhm. Ja. Also auch, dass bei mir Fehler passiert sind, da sage ich mir jetzt im Nachhinein, ich habe jetzt auch Ärzte kennengelernt, unter was für einem Stress die in Kliniken stehen. Ja, ja. Ich denke, das ist völlig normal, dass da mal was passiert. Und das hat bestimmt keiner mit böser Absicht bei mir gemacht. Also ich wünsche dir einen guten Weg. Und dass sich da irgendetwas vielleicht entwickelt, auch in der Richtung, was ich gerade zum Schluss gesagt habe. Ja. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen und beglückwünsche auch dich sehr, sehr, sehr herzlich, dass das so toll gelaufen ist. Oh, herzlichen Dank, Domi. Alles Gute. Das finde ich ganz super. Alles Gute. Ja, danke. Dir auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heißt, ich habe es geschafft. Und ich bin jetzt gespannt, was der Marco mir erzählt. 29. Hallo, Marco. Ja, moin, Domian. Ja, Marco. Was hast du geschafft? Was ich geschafft habe, ja, das ist halt so eine Schattenseite in meinem Leben. Ich habe es geschafft, vor 13 Jahren aus der rechtsradikalen Szene rauszukommen. Oh, wie lange warst du drin? So ab dem, ich sag mal, 12. Lebensjahr. Also vor 13 Jahren, da warst du mal gerade erst 16. Genau, also gut, so circa 4 Jahre. Also als Kind quasi reingekommen, kann man sagen. Als Schüler. Als Schüler. Wie bist du reingekommen? Durch wen? Ja, das war damals bei uns in der Schule halt so. Ich hatte ein paar Kumpels in der Klasse, die halt damit schon irgendwie tief waren. Aus welchem Bundesland kamst du damals? Niedersachsen. Niedersachsen, Und wie gesagt, und man ist dann halt so ein bisschen Mitläufer gewesen und hat halt ein bisschen Spaß gehabt. Man hat seine Parolen gerufen, hat ab und zu mal zusammengesessen, eingetrunken und so weiter und so fort. Mhm. Ja, nach einer Zeit wurde die Sache dann halt recht politisch. Mhm. Was heißt das? Ja, man hat sich halt mit dieser ganzen Ausländerpolitik auseinandergesetzt und so weiter und so fort. Und mit dem halt, was damals gewesen ist, mit der Politik, die damals gemacht wurde und so weiter und so fort. Du warst aber nicht in einer Partei, sondern... Nein. Das war einfach so eine rechte Gruppe von den Jugendlichen. Waren da auch Ältere bei? Waren auch dabei, ja. Wie alt waren die Älteren ungefähr? Also ich sag mal, es war so der Altersraum zwischen 12 und 14 bis, wie alt war denn der Älteste damals? Oha, 28, 29. Mhm. Gab es da so Treffen, wo dann auch so Schulungen in Anführungszeichen durchgeführt wurden, wo man so die... Man hat sich halt jeden Tag getroffen und hat dann halt zusammengesessen, hat getrunken und halt, wie gesagt,
dann über diese politischen Sachen gesprochen, bis das dann irgendwann ein Ende hatte, weil es langweilig wurde. Und dann ist man halt losgezogen und hat dann halt belanglos irgendjemanden in die Fresse gehauen oder so. Ach so, belanglos? Ja. Also ausländische Menschen, ausländisch aussehende Menschen, aber Deutsche auch? Leute mit bunten Haaren und sowas. Ach so, die einfach nicht so ins Normraster reinfielen. Richtig, genau. Einfach auf die Schnauze gehauen. Richtig. Ja. Weißt du, was daraus manchmal vielleicht entstanden ist, wie schwer verletzt die Leute waren? Da hat man sich nicht so wirklich den Gedanken drüber gemacht. Mhm. Bist du damals mal erwischt worden? Nein. Also ich bin nicht vorbestraft oder sonst irgendwas. Mhm. Da habe ich nochmal ein großes Glück gehabt. Also es gab Gewalttaten, Übergriffe auf Leute? Genau. Mhm. Was habt ihr mit denen gemacht? Einfach so... Man hat erst angefangen zu pöbeln und teilweise haben sie dann halt zurückgepöbelt und hast nicht gesehen. Dann wurde angefangen zu schubsen und ja, mhm. dann ist eins zum anderen halt gekommen, wie halt so eine Schlägerei halt anfängt. Abgesehen von dieser Brutalitätsschiene, gab es damals auch schon so, ich sag mal, so eine Ideologie, dass ihr euch mit der Nazi-Zeit auseinandergesetzt habt und dann das für gut gefunden? Ich sage mal, das haben wenige Leute getan, weil wir hatten eine ganze Menge Mitläufer dabei. Es waren zwar halt auch eine ganze Menge Leute dabei, die sich, sage ich mal, mit dieser ganzen Geschichte auseinandergesetzt haben. Mhm. Was damals gewesen ist und was mit den Juden gewesen ist und mit der Politik allgemein. Und hast du dir darüber auch Gedanken gemacht oder eher nicht? Ja, sicher habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Wie hast du denn damals in der Zeit, also wir reden, ich halte mal fest, wir reden von der Zeit, als du zwischen 12 und 16 warst. Wie hast du damals über Hitler gedacht? Ja, das richtig drüber nachdenken hat erst so, sage ich mal, mit 15 angefangen. Mhm. Damals habe ich also gedacht, was gewesen ist halt mit den Juden und so ganzen Kram, also das sollte man auch als Faschist, sollte man das nicht für gut heißen, weil es war halt Völkermord und das ist... Ach, so weit hast du damals doch schon gedacht, dass du das... Ja, sicher, klar. Naja, so klar ist es nicht. Ich meine, es waren Millionen von Juden, die einfach so umgebracht wurden. Ja, es gibt genug Nazis, die das leugnen. War Hitler für dich ein Idol? Politisch war er das damals. Ja. Aber auch nur wirklich politisch. Von der Politik, die er am Anfang gemacht hat. Bevor er meinte, dass er da irgendwie ein bisschen zu hoch hinaus wollte. Mhm. So, jetzt sagst du, mit 16 Jahren hast du es geschafft, da wieder rauszukommen. Wie hast du das geschafft? Ich habe es geschafft, und zwar der ausschlaggebende Punkt war, dass wir damals bei uns durch die Stadt gelaufen sind, mit ca. 6-7 Leuten und wurden von einer Punkergruppierung entdeckt und wurden dann halt durch die ganze Stadt gejagt. Mhm. Was man dazu sagen muss, wir waren in der Überzahl und ja, mich haben sie dann leider gekriegt, weil ich gestolpert bin und halt am Boden lag. Und ja, meine ganzen Kameraden sind weggelaufen und mich haben sie dann halt da mit gut 4 Mann mitten in der Innenstadt so richtig gut verprügelt. Ich habe also so richtig in die Fresse gekriegt. Also das, was man ausgeteilt hatte vorher mal, hat man da selber dann mal eingesteckt. Mhm. Ja, und... Und das war der Punkt, wo du dann gesagt hast, nee, ich will nicht mehr, oder was? Richtig, genau, weil... Weil du da ordentlich einen auf die Nuss gekriegt hast, oder warum? Ja, nee, das mit dem aufs Maul kriegen, ich meine, damit musst du mal rechnen. Mhm. Wenn man zusammengesessen hat, oder auch selbst die ganzen faschistischen Bands, die gespielt haben... Sie haben immer gesungen von Zusammenhalt ist unsere Stärke und so. Da habe ich da überhaupt nichts gemerkt. Ach so, du warst enttäuscht von deinen Kameraden. Richtig, weil sie gesagt haben, von wegen, Zusammenhalt ist unsere Stärke und im Endeffekt sind sie wie die kleinen Kinder abgehauen. Also ging es da gar nicht um inhaltliche Dinge, dass du dich davon losgelöst hast, sondern einfach... Das kann dann auch, weil man hat sich halt seine Gedanken darüber gemacht. Mhm. Wie gesagt, und an dem Tag, als ich da auf die Fresse gekriegt habe, bin ich dann halt zu unserem Treffpunkt, wo wir uns eigentlich mal getroffen haben, und da haben dann alle zusammengesessen und haben ihr Bierchen getrunken. Und als ich dann da reingekommen bin, war eigentlich nur ein bisschen Gelächter da und so weiter und so fort, hat sich keiner irgendwie geäußert. Hand aufs Herz, wenn die bei dir geblieben wären und hätten dir geholfen, hättest du dann auch den Schritt gemacht? Ich weiß es nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Also da würde ich sagen, weiß ich nicht. Ja. Zumindest den Tag habe ich auf jeden Fall für mich entschlossen. Ich habe vor den ganzen Leuten meine Bomberjacke ausgezogen, habe sie auf den Tisch geschmissen, Stiefel ausgezogen, auf den Tisch geschmissen. Und habe den einzigen Spruch, den ich da noch gesagt habe, war halt, hätte Adolf das jetzt gesehen oder beziehungsweise würde es Adolf noch geben, hätte euch für diese Schandtat an die Wand gestellt und hätte euch erschossen, sage ich. Ihr seid Deutsche, sage ich, ihr seid der letzte Dreck.
Ja, gut, da warst du aber noch genau auf der ideologischen Schiene von denen. Ne? Du wolltest dann nur noch fanatischer sein. Jein. Ja, doch, also der Satz beweist das ja schon. Wann kam denn so die inhaltliche Distanzierung von dem ganzen braunen Sumpf? Die kamen von dem Tag an. Ach so. Haben mir halt Gedanken darüber gemacht und mir überlegt, wo das überhaupt hinführt oder was das überhaupt bringt und wenn alles halt das, was ich mir ausgemalt habe, was eventuell richtig gewesen sein könnte damals, hat ja zu dem geführt, was im Endeffekt passiert ist. Also kann es nicht gut gewesen sein. Ja, aber dein Satz macht mich so misstrauisch, weil der fordert ja noch mehr rechte Ideologie ein. Den Satz, den du deinen Jungs da gesagt hast. Na, wie auch immer. Es war halt ein spontaner Spruch, weil sie alle ständig den rechten Arm hoch und weil sie doch sind und so weiter und so fort. So, da warst du 16 Jahre. Dann gab es halt noch die Probleme, dass man dann halt Drogen gekriegt hat und so weiter und so fort. Mhm. Aber, mein Gott, entweder hätten sie mich nochmal gekriegt und hätten das mit mir dann gemacht, was sie wollten, oder... Jetzt bist du 29 Jahre alt. Wie würdest du dich heute politisch einstufen? Ich halte von der Politik damals nichts, genauso wenig wie ich von der Politik heute was halte. Also ich bin da sehr neutral. Ich habe ganz viele ausländische Freunde, ja. Türken, Albaner und was sie nicht alles sind. Ja, aber weißt du, mir ist es gar nicht so recht, das in einem Atemzug zu sagen, ich halte von der Politik damals nichts und heute nichts. Wir leben schon in einem verdammt guten Staat. Wenn man das vergleicht mit dem, was früher war. Ja, das ist kein Da müssen wir gar nicht drüber uns unterhalten. Nein. Also das wollte ich jetzt nicht miteinander vergleichen. Mhm. Also definitiv nicht. Nein, also da hat sich eine ganze Menge geändert. Und also auf jeden Fall bist du von der Ideologie völlig weg. Ja, sicher. Mhm. Das heißt, da kann man ja von Glück sagen, dass sich das alles so gefügt hat und dass du nicht vielleicht noch weiter in diese Szene reingekommen bist und vielleicht dann noch unter Umständen noch brutaler vorgegangen wärst. Nicht heute auf Boden drüber, auf jeden Fall. Was machst du heute, Marco, vom Beruf? Ich fahre LKW. So, ja. Und bist gerade unterwegs? Ich bin gerade unterwegs. Wo bist du? Ich bin jetzt kurz vor Kassel. Vor Kassel, das ist ein End weg von hier, von uns, von Köln. Ja. Ja, also ich freue mich, dass du angerufen hast, freue mich, dass du das auch geschafft hast. Gratulation. Danke. Wünsche dir alles Gute und allzeit natürlich gute Fahrt, ganz klar. Ja, danke dir. Wünsche dir auch alles Gute, mach weiter so. Danke, Marco. Und könnte ich ein Auto rankriegen? Ja, sehr gerne. Leg auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Tschüss. Ciao. Und hier ist Claudia. Claudia ist 41. Hallo Claudia. Hallo Jürgen. Unser Thema, ich habe es geschafft. Ja, ich habe es aus der Alkoholsucht rausgeschafft. Ich bin jetzt 5 Jahre nüchtern. Ja. Ich habe vorher 8 Jahre ganz massiv getrunken. Daran ist meine Ehe kaputt gegangen. Ich habe dann auch 2 Kinder bekommen und habe 3 Jahre auf der Straße gelebt. Oh. Und also die ganz harte Nummer. Richtig hart drauf. Ich habe also aufgehört mit 12 Dosen Bier und einer Flasche Wodka. Die hat mir fast das Leben gekostet. Mm. Und irgendwann bin ich an so einem Punkt angekommen, da hatte ich gedacht, entweder bringe ich mich jetzt um oder ich werde vernünftig. Das heißt, lass mich mal fragen, Claudia, die letzten 2-3 Jahre oder so, die waren so krass, dass du eigentlich nur jeden Tag, den ganzen Tag besoffen warst. Ja, nur noch. Und warst du auf der Straße, sagst du, die letzte Zeit? Ich habe also 3 Jahre von wirklich überall gelebt. Ich habe im Ruhrgebiet angefangen, ich war in Köln, ich war in Berlin, ich war eigentlich fast überall auf den Platten, habe rumgeschnurrt, habe teilweise auch geklaut, war in obdachlosen Unterkünften und so weiter. Gibt es in dieser Szene viele Frauen? Ja, aber die meisten kommen unter irgendwo. Man verkauft den Körper. Ach so. Weil es ist kalt und Männer nehmen einen gerne und man gibt sich dann auch hin. Hauptsache ein Dach über dem Kopf. Mhm. Insgesamt 8 Jahre lang schwere Alkoholikerin. Ja, das war regelrechtes Kampftrinken. Wie? Ich kann es heute nicht mehr nachvollziehen. Wie fing es an? Es fing an nach dem Tod meines ersten Kindes. Das war eine Totgeburt. Und dann ging 4 Jahre später die Ehe in die Brüche und von da an habe ich immer öfter und immer mehr getrunken. Aber da gab es ja schon andere Kinder. Ich hatte 2 und die habe ich vor Trauer um meine Tochter vergessen, leider. Kannst du dir das im Nachhinein erklären? Nein. Eigentlich nicht, ne? Ich
kann mir das absolut nicht mehr erklären. Ich komme selber aus einer suchtgeschädigten Familie. Mhm. Ich wollte immer besser sein wie meine Familie und war im Endeffekt noch schlimmer. Warst du berufstätig auch noch am Anfang in der Zeit? In der Trinkerzeit nicht mehr, da war ich nur noch. Und vorher? Ich habe Verkäuferin gelernt und habe auch in der Altenpflege gearbeitet. Ah ja. Mhm. Und dann hat man dir. Ich habe meine Kinder aufgehört zu arbeiten. Ach so. Mhm. Aber dann hat man dir diese beiden Kinder weggenommen, weil du einfach nicht mehr fähig warst, dich um sie zu kümmern. Richtig. Und im Nachhinein betrachtet war es vielleicht das Beste. Ich weiß es nicht. Meine Tochter ist sehr stark abgestürzt. Sie hat dann auch mit 12 2 oder 3 Selbstmordversuche gemacht und ist in eine Psychiatrie gekommen. Mhm. Und das hat mir auch gedacht, was mache ich da? Das kann ich dem Kind nicht antun. Mhm. Aber als man dir die Kinder weggenommen hat, war das nicht so ein Punkt, der dich hätte aufrütteln können, dass du sagst, okay, ab jetzt höre ich auf? Ich habe es immer wieder versucht, aber ich habe es nicht geschafft. Mhm. Als die Kinder weg waren, wie viel Jahre warst du dann noch alkoholabhängig? Gut 2 Jahre. Gut 2 Jahre noch. Und warst du auf der Straße? Und da, in der Zeit war ich auch auf der Straße. So, was ist dann? Also du warst so tief gesunken, es geht kaum tiefer, kann man sagen, ne? Tiefer geht's nicht mehr. Ich habe einen Punkt gehabt, ich habe nur noch gesagt, du hast 2 Möglichkeiten und das mit dem Umbringen, das ging nicht, weil da habe ich nur meine Kinder gesehen und gedacht, das kannst du denen nicht antun. Mhm. Und ich bin dann für eine Woche in eine Einrichtung nach Berlin gefahren, ja. Und von Berlin aus für 5 Monate nach Ostdeutschland in eine Einrichtung. Lass mich fragen, dieser erste Aufenthalt in Berlin, da ging vorweg ja eine klare Überlegung deinerseits, wenn ich jetzt das nicht mache, sterbe ich. Oder ich bringe mich um. Da wusste ich genau, wenn ich jetzt nicht fahre, bringe ich mich um. Und da hast du gesagt... Weil ja auch der Alkoholkonsum mich mehrfach in die Klinik gebracht hat. Und da hast du gesagt so, ich mache es jetzt. Ich bin hinten gefahren, ich war eine Woche da, das war mir dann zu hart. Dann wusste ich, dass es noch eine Einrichtung gibt, die mich sofort aufnimmt und da bin ich dann hin. Sag mal, diese allererste Entscheidung... Deswegen, entschuldige, wenn ich ja nochmal so ein paar Mal nachfrage, weil ich das schon sehr, sehr, sehr spektakulär finde, dass du das gemacht und geschafft hast, wenn man so lange tief unten in der Gosse lag. Diese Entscheidung, ich muss jetzt was machen, ich werde was machen, trifft man die in den wenigen Minuten, wo man mal nüchtern ist, oder trifft man die halb im Suff? Das war betrunken, nüchtern kannte ich mich in der Zeit nicht mehr. Es ging einfach nur nicht mehr. Es war kalt, es tat alles weh und es war alles scheiße. Und die ganze Welt hat sich gegen mich verschworen. Mhm. Und dann wusste ich auch, man hat mir die Kinder weggenommen. Und irgendwie habe ich gedacht, ich zeige euch das jetzt. Umbringen kann ich mich nicht, das kann ich den Kindern nicht antun. Und ich zeige euch das jetzt. Die Kinder waren was ganz Wichtiges, ne? Die Kinder waren immer der Mittelpunkt in meinem Leben. Deshalb verstehe ich nicht, warum ich überhaupt so getrunken habe. Das heißt, wenn es die Kinder nicht gegeben hätte... Würde ich vielleicht heute noch trinken, ich weiß nicht. Oder wärst tot? Oder wäre tot. Höchstwahrscheinlich wäre ich tot bei dem, was ich getrunken habe. Wie lange hast du dann gebraucht, in dieser Kurmaßnahme, Entziehungsmaßnahme, trocken zu werden? Insgesamt mit Nachsorge 9 Monate. 9 Monate. War es am Anfang schlimm? Es war richtig heftig. Ich habe nach einer Woche Entgiftung immer noch alles doppelt gesehen. Mhm. Und ich kam da in der Einrichtung an, da haben mich die Leute noch Frau Flodder genannt und gesehen, dass es mir richtig scheiße ging. Mhm. Erklär mal, was sind das so für Zustände? Also man dem Alkohol dann keinen Alkohol mehr gibt, den der Körper so gewohnt ist. Du sagst, man sieht alles doppelt. Was gibt es sonst für körperliche Reaktionen? Zittern, Schwitzen, Herzrasen. Teilweise habe ich mir Dinge eingebildet, die gar nicht real sein können. Mhm. Und ist man dann in dem Moment besessen davon, ich will unbedingt was trinken? Ja, weil der mit dem Entzug, mit dem Alkohol hört der Entzug ja auf. Mhm. Sobald ich einen gewissen Pegel drin hatte, war wieder alles okay. Mhm. Aber wie motiviert man sich dann, durch diese Hölle zu gehen? Weiterzugehen? Es gab nur die 2 Möglichkeiten und zum Wegmachen war ich zu feigen, mhm. weil ich immer meine Kinder im Hintergrund mhm. hatte und wusste, das kannst du dem nicht antun. Also trotz Entzugserscheinungen so immer wieder dieser Gedanke, ich kann es meinen Kindern nicht antun, ich muss nach vorne gehen. Ich muss weiter, ich wusste ja, dass die Kinder auf mich warten mhm. und ich wusste auch, dass meine Tochter Probleme hat und dass die mich ganz, ganz dringend mhm. braucht. Diese allerschlimmste Phase des Entzuges, was würdest du sagen, wie viele Wochen hat der angehalten? 14 Tage. 14 Tage. Und dann hat es sich ein bisschen beruhigt. Und dann ging es bergauf. Ja. Ich habe dann da in der Einrichtung auch meinen jetzigen Mann kennengelernt. Mhm.
Ich habe jetzt wieder eine wunderschöne Wohnung. Ich habe eine gute Ehe. Ich bin im Januar Mutter geworden. Gratulation. Danke. Habe auch Kontakt zu meinen beiden Großen. Mhm. Mit meinem geschiedenen Mann klappt es auch wieder so. Du bist jetzt seit 5 Jahren dann raus aus dem Ganzen? 5 Jahre bin ich jetzt nicht dran. Ich bin losgegangen am 23.03.2003. Mhm. Das Verhältnis zu deinen älteren Kindern ist jetzt, sagst du, wieder ganz gut? Das ist wieder super. Geht es denn den Kindern auch einigermaßen gut? Meine Tochter ist noch im Heim, arbeitet noch an sich. Wie alt ist die Tochter? Die ist jetzt 16, mein Sohn ist 14. Ja. Und ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt zur Flasche greifen würde, das Mädchen würde ich mit runterziehen. Höchstwahrscheinlich würde sie sich umbringen. Bestünde denn die Möglichkeit, dass die Kinder jetzt wieder zu dir kommen, oder ist das nicht geplant? Das ist nicht geplant, weil meine Tochter ist auf einer heilpädagogischen Etage und mein Sohn will unbedingt bei seinem Papa bleiben. Ach so, aber auf jeden Fall, das Verhältnis hat sich wieder verbessert und es ist einfach da, das Verhältnis. Ja, die Liebe ist auch wieder da. Die Liebe ist wieder da. Und beide kommen auch gerne und beide kommen regelmäßig. Dann bist du durch die Hölle gegangen, Claudia. Das war die Hölle. Mein ganzes Leben war die Hölle, aber das ist heute nicht das Thema. Aber was für ein Triumph für dich auch, dass du das geschafft hast. Ich bin wahnsinnig stolz. Ja, das kannst du aber auch sein. Mensch, wenn man 8 Jahre so gelebt hat und zum Schluss auf der Straße gelebt hat und dann den Schritt zu schaffen in ein völlig normales und geordnetes Leben wieder und seit 5 Jahren trocken zu sein. Respekt, Respekt. Es ist aber schwer, weil in der Stadt, wo ich wohne, viele Leute kennen mich und ich habe noch diese Stigmata, das ist eine Pennerin. Und einige versuchen mir das Leben schwer zu machen. Aber dann kommt der Trotz, euch zeige ich das. Ich glaube, du bist. Das Wasser gar nicht reichen. Ich glaube, du bist so hart und so selbstbewusst mittlerweile, dass die dir nichts tun können. Nee, ich habe da auch keine Angst mehr vor. Ich stehe drüber, weil ich weiß, dass ich irgendwo besser bin. Ja. Was mich nur erschüttert, je länger ich nüchtern bin, dass ich so bewusst mitkriege, wie der Alkohol in unserer Gesellschaft verhaftet ist. Es ist überall. Und da ist auch in ganz vielen Familien eine unheimlich große Alkoholproblematik. Aber es trifft ja nur die anderen und nie einen selbst. Auch der Alkoholkonsum, haben wir gerade gelesen, bei jungen Leuten ist ja auch enorm zurzeit. Enorm. Es ist erschreckend und ich bin der Meinung, dass das, was jetzt mit dem Nikotin gemacht wird, eigentlich falsch ist. Man hätte es mit Alkohol tun müssen. Nur das Trinken in der Öffentlichkeit verboten wird und dass man da jetzt wirklich mit 18 und dann ganz radikal auf die Ausweise guckt. Auf jeden Fall kannst du mit gutem Gewissen und mit großem Stolz sagen, ich habe es geschafft. Bin ich auch stolz drauf. Tolle Sache. Dann wünsche ich hoffe, dass vielleicht einige vor dem Fernseher sitzen und sich so ein bisschen Mut machen und sagen, okay, ich schaffe das, weil man kann es wirklich schaffen. Ja, du wirst Betroffene Mut gemacht haben, da bin ich sicher. Da bin ich ganz sicher, weil du es erlebt hast. Ich mache jetzt auch keine Werbung und werde in der Psychiatrie nicht weiß, nicht in die Psychiatrie will, die Einrichtungen, wo man es schaffen kann, die sind auf der Szene bekannt und die sind nicht so schlimm, wie es immer heißt. Mhm. Also, Claudia, ich wünsche dir, deiner neuen Familie und deinem ganz jungen Kind, deinem Mann und euch allen wirklich von Herzen alles Gute. Okay, gut, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Ich habe es geschafft. 17 Jahre ist er alt und heißt Sascha. Hallo Sascha. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja. Du sagst das auch, ich habe es geschafft. Richtig. Ich habe meinen ersten Krebs besiegt. Oh. Ja, ich bin jetzt 17, wie gesagt, und mit 15 haben sie bei mir im Knie einen Knochentumor festgestellt. Wie hat man den festgestellt? Hattest du Schmerzen im Knie? Richtig, ich hatte Schmerzen, die immer zunehmender wurden. Ja. Und keiner wusste, was es war. Bis die Ärzte genauer hingeguckt haben und sagten, wir nehmen eine Probebiopsie. Ja. Wo dann sofort rauskam, okay, ist ein bösartiger Tumor. Da warst du 15? Ich war 15. Hast du das überhaupt wahrhaben wollen und kapiert, dass du mit 15 Krebs hast? Ich glaube, da waren meine Eltern die Einzigen, die das irgendwie realisiert haben. Ich hab ziemlich lange dafür gebraucht und ich konnte nicht wahrhaben, wusste auch nicht, was auf mich zukommt. Aber dir war schon klar, was für eine schwere Erkrankung das ist. Richtig, ja klar. Ich kannte einige, die das auch Krebs hatten und wusste, da kommt jetzt Chemo auf mich zu. Hab dann auch Chemo bekommen. Gab es eine Operation auch? Richtig. Erst habe ich Chemo bekommen, dann gab es eine Operation. Da die Chemo nicht so gut angeschlagen hatte, hatten sie mir die Ärzte gesagt, wir müssten dein Bein amputieren. Darauf
daraufhin wollte ich aber eine andere Meinung von anderen Ärzten haben. Mhm. Und die anderen Ärzte meinten dann zu mir, dass man eine Umkehrplastik vornehmen könnte. Was heißt das? Das Knie wird dann amputiert, wobei aber der Oberschenkel und der Fuß mit einem Stück Schienbein zusammengenäht wird, sodass der Fuß mit dem Schienbein um 180 Grad gedreht wird und oben an den Oberschenkel wieder drangenäht wird, sodass das Fußgelenk als Ersatz des Knies dann funktioniert. Verstehe. Im Prinzip ist die ganze Länge fast wiederhergestellt, ne? Richtig, genau. Es sieht nur ein bisschen anders aus als normal und ist wahrscheinlich beschwerlicher zu handhaben. Richtig, also nach der OP brauchte ich 2 Monate, bis ich eine Prothese bekommen habe. Also das Knie ist rausgenommen worden? Genau, das Knie. Das war voll von dem Tumor betroffen und das wurde rausgenommen. Und dann habe ich meine Prothese bekommen, brauchte auch ein ganzes Jahr, um wieder ohne Krücken laufen zu können. Und jetzt fange ich langsam wieder an mit dem Inlineskaten und mit dem Fahrradfahren. Und also, du hast ja keine Prothese, ne? Doch, jetzt, ich habe eine. Dann habe ich es nicht richtig verstanden. Ich habe 2 Monate nach der OP keine Prothese gehabt. Ach so, verstehe. Und danach habe ich eine bekommen. Ah, also, beschreibe uns jetzt mal dein Bein, wie sieht das aus? Ja, der Oberschenkel und dann kommt eine Naht. Ja. Und dann muss man sich das vorstellen, als wäre der Fuß umgekehrt wieder drangenäht worden. Und dass ich dann eben nur so die Hälfte eines Beins habe an einer Seite. Ja. So. Ich kann es mir nicht so ganz genau vorstellen, aber wir lassen es mal so stehen, ich ahne es schon. Es hat aber jetzt auf jeden Fall sich so gut entwickelt, dass du wieder skaten kannst. Richtig, ja. Also wäre da wieder nicht die andere Sache, ich war 13 Monate gesund und dann ist der Krebs jetzt wieder ausgebrochen und ich fange wieder von neu an, aber... Wo ist er ausgebrochen? Der ist wieder ein bisschen oberhalb des gleichen Beins wieder angefangen. Am Oberschenkel? Richtig. Und was macht man da jetzt? Jetzt haben wir gerade eine Bestrahlung hinter uns, Chemotherapie gibt es jetzt gerade und hoffen, dass die dann endlich wirkt. Jetzt hast du gerade unser Gespräch aufgemacht mit dem Satz, ich habe den Krebs besiegt. Richtig, den ersten. Den ersten. Mit der Betonung auf den ersten. Genau. Sind die Chancen gut, dass der zweite so glimpflich behandelt werden kann, ohne große operative Eingriffe? Im Moment, ja, Operationen weiß ich, dass noch welche kommen. Also auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass dieser Tumor nicht streut. Und ob es eine Heilungschance gibt, wir hoffen es, die Ärzte geben ihr Bestes, aber bei der Krankheit weiß man ja nie. Wie ist das für dich? Wie gehst du damit um mit deinen 17 Jahren, so ein junger Kerl und schon so gebeutelt mit so einer schweren Erkrankung? Wie denkst du über dich und deine Erkrankung, dein Schicksal? Ich verdränge es nicht, ich weiß, was passiert und wie es ist, aber ich versuche mein Leben einfach so weiterzuleben, wie es sein soll. Und ich akzeptiere das, okay, aber es gibt Menschen, die ich kennengelernt habe, die sich von der Krankheit leiden lassen, die aufgeben und das kommt für mich nicht in Frage. Also Standpunkt. Ich gehe mit meinen Freunden feiern, ich bleib bis mitten in die Nacht, bin ich weg und also... Was machst du? Gehst du noch zur Schule? Ich gehe zur Schule, ja. Und was? Bin jetzt auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ah ja, ach, das geht. Also im Moment geht das alles. Richtig, ich bin seit 8 Jahren in der Jugendfeuerwehr gewesen, gehe jetzt über die Freiwillige Feuerwehr rein. Du kannst dich ja jetzt auch, so wie du es mir gerade beschrieben hast, dann auch so fast normal bewegen, ne? Ja, ist alles normal und ich fühle mich auch ganz gut. Und also nur, dass ich eben diese Behinderung habe, aber damit kann man leben. Ja. Und wenn man das Leben hat, dann kann man es genießen. Ja. Ja, das ist ein toller Standpunkt und ich finde das besonders toll, dass du das mit 17 Jahren sagst. Ja. Ich glaube ja, dass Krankheiten Leute reifer machen. Ich glaube, du würdest, wenn du die Krankheit nicht hättest, nicht so toll reden, wie du jetzt redest. Das sagen viele. Ja, glaube ich auch. Also ich bin auch stolz auf mich, wenn ich andere sehe. Ja, wie siehst du denn so deine Gleichaltrigen? Sind die nicht alle noch ein bisschen gaga so für dich, dass die ein bisschen halt noch Sachen reden, die du schon eher, wo du schon rausgewachsen bist? Ja, ich sehe auch eine andere Sicht zu dem Thema Sterben.
habe ich auch eine ganz andere Sicht zu wie meine Kollegen und Freunde. Das heißt, damit hast du dich auch schon beschäftigt? Richtig. Mhm. Ich wusste, was diese Krankheit auslösen kann. Ja. Hatte natürlich auch Angst und habe mich damit beschäftigt. Ja. Nur will es nicht wahrhaben. Mhm. Und zum Glück habe ich auch so tolle Freunde, die mich unterstützen. Mhm. Und also ich finde das eine gute Grundeinstellung, die du hast, Sascha. Wirklich auch für dir Respekt, muss ich sagen. Dankeschön. Und ich hoffe wirklich sehr und alle Leute, die jetzt zugeschaut haben, zugehört haben, drücken dir die Daumen, dass du diesen neuen Krebs sehr gut in den Griff bekommst und dass du dann auch sagen kannst, ich habe den zweiten auch besiegt und kannst deinen Weg gehen und dein Leben leben, so wie du es möchtest. Dankeschön. Wünsche es dir wirklich von Herzen, Sascha. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Michael Verhoeven. Morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival dann wieder mit einer freien und offenen Themenrunde. Ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann.